der Jugendpastorale, in der Landespastorale, in dieser Comunidades Ecclesiales de Base, so hieß das früher, das waren die Gemeinschaften, also die Gemeinden, der Basis, die Basisgemeinden, wo wir dann aktiv geworden sind. Das sind Paramilitärdiktatur, ne? Muss man auch immer sagen. Jetzt gibt es ja den Wunsch zur Militärdiktatur. Jetzt gehen Menschen auf die Straße mit Schilder, ich will die Militärdiktatur. So fast wie ich will jetzt, damit, ja, ich gehe auf die Straße, damit ich nicht mehr auf die Straßen gehen darf. Also, ist ja umgekehrt, ne? Und auch was jetzt Kirchen angeht, haben die eine ganz andere Entwicklung. Wir haben jetzt diese Neopentekostalen oder diese Pfingstkirchen, ne? Die genau das Gegenteil von dem sind, was wir in der Befreiungstheologie hatten. Ne? Aber das ist auch ein Problem, das an uns liegt, dass wir nicht mehr in allen Stadtvierteln organisiert sind wie damals und die Menschen sich jetzt manipulieren lassen von diesen anderen Kirchen da. Ich habe ja nichts dagegen, dass die Menschen zur Kirche gehen, aber das Problem ist dasselbe, was wir damals innerhalb der katholischen Kirche gegen Opus Dei hatten. Ne? Das haben wir jetzt auch eine andere Variante, das Neopentekostal. Das ist eigentlich eine Bewegung, die ja nicht nur bei uns ist, die ist jetzt schon sehr stark ausgebreitet. Ne? Naja, aber jetzt zum Thema Sanktionen. Ne? Ich war ja schon immer dafür, dass man vielleicht mal eine Sanktion an Bolsonaro hätte. Das gab es ja nicht, ne? Oder ich kenne es noch nicht. Ne? Er wurde irgendwann mal sanktioniert, dass das Soja aus Brasilien mal teurer wird oder wenigstens abgelehnt wird, wenn es aus Regionen kommt, wo Entwaldung stattfindet, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden, die Sklavenarbeit, Kinderarbeit. Ganz abgesehen von den riesigen Pestiziden, die ja wieder zurückkommen nach Europa und wer sie selbst hier leben. Ne? Naja, diese Art von Sanktionen, glaube ich, brauchen wir, oder? Ja. Also wir können ja auch es verhindern, dass durch die Wirtschaft die Umwelt so weiter zerstört wird, indem wir nicht mehr das importieren, was... Ja, das ist aber eine Doppelmoral, ne? Also man muss ja davon ausgehen, jetzt die deutsche... großen Unternehmen sind alle von dieser Regierung. Wie soll ich jetzt erwarten, dass die von hier aus als Lobby hier die eigenen Interessen sanktionieren würden? Das wäre ja auch bei der Umsetzung her sehr schwierig. Aber ich habe den anderen Teil auch gut begriffen in der Frage. Das war ja die Zensur oder sage ich mal die Unterdrückung der Bewegung. Ne? Wir sind in einer Zeit jetzt, in der wir kriminalisiert werden, wenn wir voll Menschenrechte kämpfen. Also es reicht schon für Menschenrechte zu sein, dass man kriminalisiert wird. Also das ist eine neue Art der Kriminalisierung, aber aus der Militärdiktatur hatten wir das auch teilweise. Also wir hatten nicht so einfach das Recht, uns zu organisieren, aber da gerade ist die Zeit, in der wir auch stärker wurden. Also nach der Demokratisierung kam eine andere Situation, da man sich als Entpolitisierung bezeichnet hat. Und vielleicht kommen jetzt wieder die Zeiten, und da habe ich auch so viel Hoffnung auf Jugend, ne? Auf Schülerinnen vielleicht. Ich sage schon Schülerinnen, also die jungen Mädchen, die weltweit, auch bei uns, sich für Umwelt interessieren. Ich sage mehrheitlich Frauen, ne? Aber diese Jugendlichen, die sind auch an unserer Uni. Also deswegen haben die eine Universität gegründet, mit den Landlosen, mit den Ausgeschlossenen, mit den Indigenen. Das ist was ganz Besonderes. Das versucht Bolsonaro abzubauen, hat es aber nicht geschafft. Und genau da besteht auch die Möglichkeit, das mit Menschenrechten zu verbinden, weil es ist das Recht auf Bildung. Aber nicht die traditionelle Bildung. Dann versuchen wir auch eine andere Art der Bildung aufzubauen. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir eine größere Mobilisierung haben. Und dann reicht es auch nicht, wenn Regierungen es versuchen, es zu verbieten. Die Brasilianer sind sowieso schon ursprünglich oder geschichtlich in eine andere Beziehung zur Polizei oder Judikative. Ne? Also es ist schon lange so, dass wir wissen, dass der größte Teil der Gewalt bei uns selbst in der korrupten Judikative und der Polizei drinsteckt. Wenn jetzt zwei Drittel der Polizisten Bolsonaro-Anhänger sind, das ist nicht so was Neues.
Das wussten die auch teilweise schon, ja, nur jetzt ist es offensichtlicher. Ne? Also diese Herrschaftsstrukturen, die kennen wir schon. Und jetzt hat die Regierung versucht, das nochmal zuzuspitzen. Ja, Lulas kann Einfluss auf Argentinien haben. In Chile ist es ja schon eine andere Regierung. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das wieder erleben, was wir in den 80er Jahren hatten oder sogar in diesen 13 Jahren PT-Regierungen oder was wir unter Kirchner in Argentinien hatten. Aber wir werden wenigstens aus dieser autoritären Entwicklung herauskommen, in der genau das, was ich vorher sagte, Menschen kriminalisiert werden, weil sie sich mobilisieren, obwohl die Umsetzung die Regierungen vorhat. Ne? Beispiel, wir hatten das ja vorher. Also es gab Menschen, die gekämpft haben, damit die Politik umgesetzt werden konnte, die die Regierung vorhat. Und dann Druck auf das Parlament gemacht haben. Auch die Frage vorher. Ne? Okay, es sind jetzt 60% Bolsonaro-Anhänger im Parlament Brasiliens, aber das kann sich ja ändern, wenn wir richtig mobilisieren. Und wenn wir da keine Regierung mehr haben, die es verhindert, dass wir mobilisieren können. Und das ist dann für mich so im Vergleich zu vorherigen Jahren nicht mehr so, so optimal, wie es schon mal war, aber so langsam kommen wir wieder in eine andere Richtung. Also das ist ja zunächst mal muss man ja vieles rückgängig machen, was in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und das ist schon ein Fortschritt. Also das erwarte ich auch von Chile. Kann ich das nur noch kurz sagen, ich bin heute sehr froh, dass ich erfahren habe, dass in Chile Calobamin bei Glyphosat verboten wurde. Einmalig in Lateinamerika. Ich plädiere dafür seit 20 Jahren, weil Calobamin dafür zuständig ist, dass die Oberfläche eines Gewebes, die Spannung der Oberfläche eines Gewebes reduziert wird, damit Glyphosat eindringen kann. Deswegen ist Calobamin viel giftiger als Glyphosat. Also es nutzt nichts, nur Glyphosat zu verbieten. Calobamin muss man verbieten, das ist in Europa verboten. Das erste Land in Lateinamerika, das verboten hat, das war gestern und das war in Chile. Und das ist schon ein Hoffnungsträger jetzt, was ich sagen kann, was sich in den letzten Jahren so verändert hat in Lateinamerika. Warum glaube ich jetzt, dass es vorwärts geht, aber nicht so vorwärts, wie es schon mal war? Es werden Regierungen gewählt, aber es entsteht nicht so eine Mobilisierung wie vorher. Also es ist etwas widersprüchlich. Genau die Regierungen, die für eine bessere Gesellschaft jetzt gewählt werden, die haben nicht so eine Mobilisierung für dieselbe bessere Gesellschaft. Und das widerspiegelt sich dann im Parlament ganz widersprüchlich. So wie in Brasilien haben wir das Gegenteil von der Regierung im Parlament. Dann kann die Regierung, eine Regierung weniger tun. Aber was Chile besonders betrifft, würde ich sagen, ich finde es erstaunlich, dass so ein Modell der Bildung oder wenigstens der Universitätsbildung seit Pinochet so stark auf Privatisierung gelenkt wurde, dass viele Chilenen sogar nach Argentinien gehen, weil dort ist das Bildungssystem viel besser, bei uns ist es noch schlechter, ist klar. Aber diese Privatisierung der Bildung hat wahrscheinlich auch einen Einfluss auf das, was man in der Gesellschaft so als Konservatives hat. Weil das sind ja bestimmte Themen, die da in der Verfassung so abgelehnt wurden, wie diese Diskussion über die Abtreibung, die ist bei uns auch so entscheidend bei Wahlen. Und darüber wird ja an Universitäten, die traditionell sind, überhaupt nichts geändert. Also man diskutiert es nicht nur in den Rechtswissenschaften. Ne? Also ich glaube, dass diese universitäre Landschaft, die seit Jahrzehnten so privatisiert wurde, auch einen Einfluss auf die Kultur eines Landes hat, dass man im Vergleich zu anderen Ländern bestimmte Themen dort noch anders sieht, ne, als bei anderen Ländern. Und das ist vielleicht daran hängen geblieben. Ich weiß ja auch, wie stark es sein kann, wenn bestimmte Themen im Vordergrund stehen und anderen Themen dann auch fast wie eine Reihenfolge abgelehnt werden. Aber das ist so meine Einschätzung von ganz weit. Ne. Ich bin jetzt in Deutschland, und ich komme aus Südbrasilien und da ist es noch eine Strecke bis Chile, ne? Wir haben nicht mal die Grenze da. Ich war noch nie in Chile. Aber ich habe ja dort gesehen, das war eine der wichtigsten Regierungen, die wir hatten in den 70er Jahren, die durch einen Putsch zerstört wurde. Und dann Pinochet in eine ganz andere Richtung das Land gelenkt hat. Und dann war es in Richtung neoliberaler Politik. Und das hat auch dazu eine Privatisierung der ganzen Bildungssysteme geführt. Aber das sind nur so meine Einschätzungen. Ne? Deswegen gehe ich davon aus, auch wenn es jetzt Regierungen gibt, die anders sind oder besser sind als vorher, haben wir diese Mobilisierung noch nicht. Wir können uns auch enttäuschen, wenn wir sehen,
wie konservativ diese Länder auch noch sind, auch wenn sie Regierungen wählen, die nicht konservativ sind. Diese Stadt und diese Gemeinschaft, die in dieser Stadt tatsächlich von vielen, vielen Leuten lebt, die in diesem Sinne arbeiten, die sich in diesem Sinne engagieren soll. Das sind die Leute, die hier vorne sitzen sollen, das sind die Leute, die da drin sitzen. Die haben irgendwie die Idee, dass man eine gerechtere Welt herstellen kann. Und an der arbeiten sie, für die kämpfen sie und für die treten sie in der Öffentlichkeit auf, die erzählen sie immer wieder so. Und ich glaube, ich bin vielleicht nicht richtig verstanden. Also ich glaube, dieser Gedanke, dass man eine gerechtere Welt wirklich herstellen kann und herstellen muss, dieser Gedanke ist populär. Und Frau Dreibs hat hier uns auch gesagt, so, dieser Gedanke ist gerade von jungen Leuten immer dringender formuliert worden und die kämpfen auch dafür, setzen sich ein. So. Aber das wollte ich, was ich damit aussagen wollte oder rüberbringen wollte, so. Wir müssen die anderen Leute auch ernst nehmen, die ihre Kreuzfahrtschiffsreise buchen, die einfach ihre SUVs und ihre BMW X48 irgendwie erfahren wollen. So. Wir müssen die ernst nehmen, damit wir mit denen irgendwie auch ein Gespräch und eine Veränderung erreichen können. So. Wenn wir nur sagen, so, wir haben den Königsweg, so, dann glaube ich, werden wir irgendwie zwei Positionen definieren, die nicht mehr miteinander kommunizieren können und nicht mehr miteinander sprechen können. Deswegen, klar, wir sind jetzt eigentlich eine sehr homogene Gruppe, glaube ich. So, das ist gut, wir können uns gegenseitig bestärken, aber wir müssen, und das muss Politik machen, auch nach draußen gehen und auf die zugehen, so, die uns vielleicht nicht gewählt haben, aber die wir brauchen, damit sich irgendwas verändert. Ich habe das öfter erlebt, dass ich eben in, sag ich mal, meine Bubble verlasse und mich eben häufig in irgendwelchen Gruppen bin, auch in Schulen bin, auch in Gegenden bin, wo dann so eine komische Ökotante in die Schule kommt, das bin dann also ich, und auf einmal Themen auf den Teller bringen, mit denen sich vielleicht in der ganzen Klasse noch nie jemand beschäftigt hat, geschweige denn die zu Hause in der Familie vielleicht irgendwie mal am Esstisch besprochen werden. Und ich erlebe tatsächlich oft, dass, sag ich mal, die geistige Tür gar nicht so zu ist, wie man das denkt, sondern dass ganz viel auch einfach an Bildung hängt. Ich erlebe viele Kinder und Jugendliche, und ich stelle es eigentlich allen Erwachsenen, dass viele gar nicht bösartig handeln, sondern einfach auch nur oft aus fehlendem Wissen heraus. Und der Zusammenhang, wirklich der Zusammenhang zwischen einer gebuchten Kreuzfahrt jetzt und was hat das denn jetzt für Auswirkungen auf das Leben meiner Kinder oder meiner Enkel oder so, der ist manchmal einfach gar nicht so bewusst. Oder auch, wir hatten das ja vorher, dieser Zusammenhang, was hat denn jetzt globale soziale Gerechtigkeit mit Klimaschutz zu tun? Ja, ich finde das auch immer so spannend. Ich war gestern mit Schülerinnen und Schülern vom Olchener Gymnasium zusammengesetzt und wir haben über die SDGs gesprochen, also über die Nachhaltigkeitsziele der UN. Also da auch nochmal zum Thema, was haben die Vereinten Nationen damit zu tun. Und ich erlebe immer wieder Jugendliche und ich sage es offen, auch Lehrkräfte, die verwundert sind und sagen, ja, gilt das auch für Deutschland? Ja? Und das finde ich total spannend und ich finde deswegen, man kann das gar nicht oft genug rausgehen und sagen, ja, wir haben da einen super Plan und in den SDGs ist es ja auch so, dass es genau verbunden ist, dass klar ist, also wir haben natürlich die Regeln, keine Armut, kein Hunger, aber ja, es geht auch um Klimaschutz und es geht um starke Institutionen und um Frieden und dass das alles miteinander zusammenhängt. Und deswegen glaube ich, ist Bildung einfach, also mein persönliches Lieblings-SDG ist die hochwertige Bildung, weil ich glaube, als allererstes müssen die Menschen das begreifen. Und dann kann ich schauen, dass man emotional auch einfach das hinbekommt, dass die Leute auch Lust bekommen, was zu ändern. Und dass dann viele Jugendliche oder egal welchen Alters auch erleben, man kann was verändern. Und es tut sich gesellschaftlich total viel. Also ich wehre mich immer gegen diese Verzweiflung und alles ist ganz schrecklich, weil nein, es ist nicht alles schrecklich und ich finde es auch fürchterlich, wenn wir das unseren Jugendlichen und Kindern permanent sagen, ich mir denke, was für eine Welt schicken die, was für ein Alter. Und es tut sich schon so wahnsinnig viel, also wenn wir jetzt mal überlegen, ja, egal ob jetzt, also ich habe es hier vorher gelesen und fand spannend, der Thema Rinder und Soja, also sprich Ernährung und Fleisch. Wenn jemand vor 10 Jahren gesagt hat, ich bin Veganerin, dann ist man angeschaut worden. Und dann musste man sich erklären und man hat sich die Hacken abgelaufen, weil es eigentlich auch nirgends vegane Lebensmittel gab, also außer halt Nudeln und das, was man so auch isst, ja, wenn man jetzt was Spezielles wollte. Mittlerweile wird selbst in großen Kantinen ziemlich selbstverständlich auch ein veganes Essen angeboten. Das ist eine gesellschaftliche Veränderung, als Beispiel,
die wir in den letzten Jahren ganz massiv erlebt haben, eindeutig zum Besseren, dass Fleischkonsum stark durchdacht wurde, egal ob jetzt aus ökologischen Gründen oder aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie die Maßnahmen mitbekommen haben. Ich fand es einfach spannend, immer diese Diskussion, was ist denn normal? Burger King Österreich hat jetzt gerade eine große Kampagne gestartet und seit August, wenn man in Österreich einen Burger bestellt, dann wird man gefragt, möchten Sie Ihren Burger normal oder mit Fleisch? Und die Frage ist irre spannend, nämlich wir alle sind Gewohnheitsmenschen. Was ist denn normal für uns? Und wenn wir es schaffen, dieses Normal ein klein bisschen zu verschieben, dann können wir damit eine neue Welt kreieren. Ja. Also ich denke, eine Demokratie hat nicht nur Rechte und Freiheiten, nein, Demokratie hat auch Pflichten, Verantwortung. Und das fehlt mir zurzeit, dass nur immer gefordert wird und Rechte, Rechte, Rechte. Und Verantwortung, ja, ich frage mich schon lange, ob wir das überhaupt verantworten können, mit unserem Tun und Handeln, dass wir die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen zerstören, dass wir die Ressourcen vernichten, ausbeuten und unser Müll praktisch in den letzten Ecken der Welt ist. Wo bleibt unsere Verantwortung? Wir haben eine große Verantwortung. Was geht freiwillig und wo müssen welche verpflichtend geregelt werden? Und diese verpflichtenden Regeln sind letztlich auch ein Gesetz. Genau. Wo muss ein Gesetz gemacht werden? Das geht einfach so nicht mehr. Freiheit heißt, ich darf mit meinem Auto rasen. Ich darf kaufen, was ich will, und er dreht es dann um, dass wir die eigentlichen Werte der Freiheit, die wir genießen, uns gar nicht mehr bewusst werden. Und das ist ein Aspekt nur, aber diese zentrale Frage, dass von der Politik aus auch mal deutlich gesagt werden muss, das ist jetzt so und so machen wir das, und da wird nicht mehr drüber diskutiert. Das würde ich mir wünschen. Wenn die einfach die Leute anspricht, es gibt herrliche Gespräche, wirklich positiv gesagt, zwischen Jung und Alt und alles, wenn man mal jemanden einen vorlässt, weil der nur zwei Trümmer in der Hand hat. Wirklich im Alltag geht viel auch aus der Blase raus, mit allen Leuten zu reden. Wir machen jetzt eine Schweigeminute. Und jeder lässt mal das jetzt auf sich wirken, was er gehört hat, und nimmt sich was vor, wo er jetzt hier sich vornimmt, in der Gemeinschaft. Die Gedanken gehen weiter. Ich muss nicht das schriftlich niederlegen, sondern ich bin überzeugt davon, dass wir auch eine Gedankensprache haben, die über die bisher bekannten Kommunikationsmöglichkeiten drüber hinausgeht. Und wir nehmen uns jetzt hier jeder für sich in der Minute was vor, was wir im Sinne von weniger ist mehr, was ist positiver, wenn ich was weglasse? Oder brauche ich nicht mehr? Was brauche ich nicht mehr? Weil es mir dann Gewinn bringt in Zeit und im Stress vielleicht, wo ich das noch erwerben muss. In dieser Minute sich für sich selber was überlegen, und das habe ich hier mir jetzt überlegt und nicht nur privat zu Hause. Schlag den Gong an und dann eine Minute Schweigen und zum Schluss dieses Gebet. Wir stehen auf Mutter Erde, himmelwärts gerichtet, auch zu dem, wo wir eigentlich hinwollen, zu einer weltübergreifenden Ethik, was jeder für sich beitragen kann, jetzt in dieser Minute. Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Gib uns den Mut und die Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den Namen Mensch tragen.
das Werk soll etwas anfangen mit den Leuten. Es wird etwas machen, es ist die Bildwirkung, es ist positiv und ich habe gesehen, dass es viel macht.